Hallo, Scheißer. Aber mir sag, was sprichst du nicht rum vor Glück, deinen Bruder wiederzusehen? Faust auf Schädel und fertig. Bud Spencer, der schlagkräftige Superstar, hat sich im Laufe seiner Karriere durch 104 Filme geboxt. Eigentlich heißt er Carlo Pedersoli, doch das ist kein Name für einen Westernhelden. Mr. Bond, darf ich vorstellen, Don Antonio? Ende der 60er Jahre begann seine Filmkarriere, völlig ungeplant. Ein befreundeter Regisseur gab ihm eine Rolle an der Seite des noch unbekannten Terence Hill. Die beiden schlugen mächtig ein und entwickelten ein neues Genre, den Western-Klamauk. Filme wie Vier Fäuste für ein Halleluja machten das Duo zum beliebtesten Komikerpaar der 70er Jahre. Ihr Rezept war einfach. Flache Witze, mehr oder weniger harmlose Prügeleien, kein Sex und immer ein Happy End. Und hier, meine Damen und Herren, sitzt der Bud Spencer. Ich bin ganz sicher, alle, die jetzt hier mitgeklatscht haben, haben irgendwann schon Kinokarten gekauft, um Sie zu sehen in Ruhe im Kino bei Ihren herrlichen Filmen, die Sie gedreht haben. Aber der Grund, weshalb Sie hier nach Baden-Württemberg gekommen sind, ist ein ganz anderer, ein aktueller. Gestern ist ein Schwimmbad in Schwäbisch Gmünd nach Ihnen benannt worden und dafür gibt es einen guten Grund. Und ich zeige Ihnen noch mal die Bilder, vielleicht erinnern Sie sich ja dann doch gerne an gestern. Bud Spencer in Schwäbisch Gmünd. Einige hundert Fans, darunter auch ein Doppelgänger, sind gekommen, um ihr Idol zu empfangen. Zuerst vor dem Rathaus und dann im Gmünder Freibad. Bud Spencer ist sichtlich gerührt. Ich liebe Schwäbisch Gmünd. Vor 60 Jahren, 1951, war er schon mal hier. Damals noch als Carlo Pedersoli, so sein bürgerlicher Name. Der Schwimmländerkampf zwischen Deutschland und Italien in Schwäbisch Gmünd endete mit einem Sieg für Deutschland. Außer den 100 Metern in Kraulschwimmen, die gewann Carlo Pedersoli. Viel habe sich seitdem verändert, meint Bud Spencer, als er alte Bilder mit einem ehemaligen Gmünder Schwimmkameraden ansieht. Viele waren schon damals von ihm beeindruckt. Er war, muss man sagen, ein schöner Mann, ja. Der war sehr beeindruckend. Nicht umsonst hat man ihn bei uns den Stier von Rom genannt. Der Stier von Rom im Gmünder Rathaus. Eintrag ins Goldene Buch. Dabei wäre die ganze Gmünder Bud Spencer-Geschichte fast schief gegangen. Denn eigentlich hätte der neue Stadttunnel nach Bud Spencer benannt werden sollen. So das eindeutige Ergebnis einer städtischen Online-Umfrage. Das war der Stadt dann doch zu heikel und ihr kam die rettende Idee mit dem Freibad. Für Benedikt Elser, der Bud Spencer für den Tunnel vorgeschlagen hatte, ist es trotzdem ein Riesentag. Ein ganz besonderer. Ich glaube, den werde ich so schnell, wenn überhaupt, in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr haben. Ja. Fertig! Los! Das Bud Spencer Bad! Nur ein Wort zu den Schwimmfanatikern. Damals schon sind Sie die 100 Meter unter einer Minute geschwommen und Sie haben das Rennen damals gewonnen. Sie waren 7-mal italienischer Meister, 2-mal auf Olympischen Spielen. Also nicht etwa ein Schauspieler, der mal ein bisschen schwimmen konnte, sondern ein Nationalsportstar von Italien. Und das Schwimmen, hat man mir gesagt, hätten Sie gelernt, weil irgendeiner kam und Sie einfach ins Wasser geschmissen hat. Kennen Sie den noch? Naja, vor allem erstmal guten Abend hier Ihnen allen. Ich habe, und das ist wahr, als ich 4,5 Jahre alt war, hat man mich ins Wasser geworfen. Und dann, als ich 8,5 war, habe ich mein erstes Rennen geschwommen. Und dann habe ich natürlich angefangen mit dieser Laufbahn und bis zu einem gewissen Moment. Und dann war ich 16 und wir sind alle ausgewandert nach Brasilien, die ganze Familie. Und da, seit damals habe ich 3,5 Jahre nicht einmal einen Fuß ins Wasser gesteckt.
Also habe ich sehr viel Zeit verloren, um da eine gute Laufbahn einzuschlagen. Und als ich dann wieder 1950 nach Italien zurückgekommen bin, habe ich Freistil angefangen zu schwimmen. Und bin ich sofort da auch ganz gut geworden. Und dann ist diese ganzen 7 Jahre mit den verschiedenen Meistertiteln haben dann begonnen. Aber stimmt es, dass Sie damals schon an Wettkämpfen teilgenommen haben, die im offenen Meer stattfanden? Ja, sicher. Es gab ja keine Schwimmhallen. Im Winter konnte man da gar nicht schwimmen bei uns. Und da man nicht im Winter schwamm, hat man andere Sport getrieben. Ich habe Rugby gespielt zum Beispiel. Und dann die eigentlichen Schwimmbäder, die 50 Meter lang waren, da gab es nur sehr wenige davon. Und wir haben im Wasser geschwommen natürlich. Und eine Sache war ganz nett bei einer italienischen Meisterschaft. Wir waren in Salerno bei Neapel und dort musste man im Meer schwimmen. Und da war so ein Felsenriff und da stand das Publikum drauf. Und vor uns das offene Meer. Und da habe ich erst mal 50 Meter Strecke geschwommen und hatte nach vorne geguckt, ins Meer, offene Meer hinein. Und als ich mich gewendet hatte, zurückkam, habe ich die Zuschauer nicht mehr gesehen. Warum? Weil das ganze Riff zusammengebrochen ist. Und man hatte vorher nicht überlegt, wie viele Leute da drauf stehen würden und die Statik hat nicht gestimmt und dann ist das Ding abgerutscht. Gott sei Dank ist wirklich nichts Schlimmes passiert. Wir haben natürlich die versucht zu retten, die da vielleicht Schwierigkeiten hatten, aber das Ding hat sich geneigt und es ist nicht auf einen Schlag zusammengebrochen, sondern hat sich langsam geneigt und dann war es weg. Es hat sich sozusagen auf die Seite gelegt. Damals hätten Sie noch auf Deutsch fluchen können, denn Sie konnten mal ganz gut Deutsch sprechen. Sie stammen aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus und Sie hatten ein deutsches Kindermädchen. Sie, in meiner Jugend, ich habe Deutsch studiert, aber ich habe alle vergessen. Das war schon mal sehr gut. Ja. Wir sprachen von Ihrer Schwimmkarriere und in Ihrem Buch schreiben Sie, wie Sie sich jetzt als über 80-Jähriger mit sich selbst unterhalten, als Sie noch 18, 20 waren. Und Sie schimpfen mit sich selbst, weil Sie damals geraucht haben wie ein Schlot. Und das passt doch überhaupt nicht zum Sportler. Das hat nicht, passt nicht nur nicht zum Sport, sondern als junger Mensch macht man einzigartige Dummheiten. Ich habe, und das ist unglaublich, das sage ich immer den jungen Leuten, macht Sport, das ist sehr heilsam, sehr gesund. Aber auch die, die nicht Sport treiben können, die sollen auf jeden Fall nicht rauchen. Sie sollen keine Drogen nehmen, das nützt nichts. Das ist ein Kampf, den ich schon immer führe, weil ich damals diesen Fehler gemacht habe und geraucht habe. Aber wenn man an die Droge denkt, an den Drogenkonsum, das habe ich ja, ich habe immer gewusst, was ich in den Augenblicken meines Lebens tue. Und das kann man nicht mehr rechtfertigen. Aber Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie viele Dummheiten gemacht haben. Gibt es einen Altersabschnitt, wo Sie auf einmal vernünftig geworden sind? Und gibt es dafür einen Grund? Also, wichtig ist, dass niemand von uns, wenn wir jung sind, sich Fragen stellt. Wer bin ich denn?
Und auf diese Frage gibt es ja vielleicht keine Antwort, denn das ist das normale Leben aller Tage, das man führen muss. Da gibt es Vater, gibt es die Mutter, die geben einem Geld, damit man es einem gut geht. Da gibt es auch die Mädchen und man ist nie der, der man ist und kann diese Frage gar nicht beantworten. Dann wächst man aber, dann fragt man sich vielleicht doch so etwas und man muss es entdecken. Und ich habe das entdecken wollen, als ich 28 war. Ich würde gerne mal zum Film kommen, weil alle, die hier sitzen, möchten natürlich wissen, wie geht es Terence Hill? Haben Sie heute noch ein Verhältnis zu ihm? Seid ihr wirklich so gute Freunde, wie es in den Filmen aussah? Sie sind ja der Miterfinder sozusagen des lustigen Western. Da ging es nicht mehr so ganz so ernst zu. Und dieses Verhältnis, wie Sie zu diesen Filmen kamen und mit Terence Hill diesen Erfolg hatten, können Sie uns das beschreiben? Also vor allem hat Terence Hill einen anderen Namen, der heißt eigentlich Mario Girotti und ich heiße ja eigentlich Carlo Pedersoli. Und damals war es ganz einfach und normal, dass man sich einen englischen oder amerikanischen Namen gab, für einen einfachen Grund. Denn wenn Pedersoli auf dem großen Schild steht, wo Reklame fürs Kino gemacht wird, will mich keiner sehen. Man hat mich nicht gekannt. Aber ein englischer oder amerikanischer Name, der ist anziehend für alle Leute auf der ganzen Welt, wenn man Spaghetti-Western dreht. Und deswegen haben wir uns diese Namen gegeben. Die sind ja nicht unsere eigentlichen Namen. Was jetzt Terence Hill angeht oder Mario Girotti, wir sind noch sehr große Freunde. Er kommt immer mit mir Spaghetti essen bei mir zu Hause. Er ist ja so mager und das sieht gut aus, aber wir wollen, dass er die Spaghetti isst. Sie leben ja jetzt in Rom und sind in Wirklichkeit Neapolitaner. Wo macht man eigentlich die besseren Spaghetti? Also ich würde sagen aus Neapel, aber aus einem Grund, weil es da gutes Wasser gibt. Das Problem und das Geheimnis bei Spaghetti ist immer das Wasser. Wenn die Nudeln gekocht werden und wenn es ein ganz besonderes Wasser in Neapel, das heißt Serino, wenn es damit gekocht wird, dann ist es also besonders. In der italienischen Küche besonders gut aus. Sie hatten, glaube ich, mal ein Kampfgewicht von 153 Kilogramm. Haben Sie denn noch mehr solche Tipps? Also bei Spaghetti sollen wir auf Wasser achten. Was geben Sie uns denn noch für Tipps für die mediterrane, berühmte italienische Küche? Die Frage, das Problem ist, das mit den 153 Kilo, das ist deswegen, weil man keinen Sport treiben kann, wenn man Filme macht. Und wenn ich ja so zwei Filme gemacht hatte, da war ich müde von Arbeit und dann habe ich eben auch gerne gegessen. Und wenn man eben diesen Sport dann lässt, dann wird man so dick, wenn man weiterhin gut isst. Sie kamen natürlich schon als dickes Baby auf die Welt. Ich habe nachgelesen, Sie hatten über 6 Kilo, Ihre arme Mama. 6 Kilo, sì. Poi allora Aber damals wurde man auch nicht im Krankenhaus geboren. Wir wurden zu Hause geboren. Mit der Hebamme vielleicht. Mit der Hebamme, ja. Ich habe eben 6 Kilo auf die Welt gebracht. Es gibt ja viele Menschen im Film, die Erfolg hatten, weil sie etwas ganz anders gemacht haben, als es bisher bekannt war. Sie beschreiben zum Beispiel in Ihrem Buch Stan Laurel und Oliver Hardy, die als Dick und Doof bekannt geworden sind, dass sie so eine ähnliche Rolle ja auch mit Terence Hill zusammen gemacht haben. Jeder hat sich so seine Ecke gesucht und dann wurden sie dieses berühmte Unterhaltungspaar. Sind denn Dick und Doof für Sie wirklich Vorbilder? Also alle diese Paare haben sich mal gezankt, haben miteinander gestritten. Die amerikanischen, die italienischen, die französischen Paare. Ich weiß nicht, wer den Deutschen, die kenne ich nicht so gut, aber wahrscheinlich haben die auch miteinander gestritten. Denn es gibt ja eine Rivalität zwischen den beiden Persönlichkeiten. Der eine möchte besser dastehen wie der andere und so weiter. Aber bei uns ist das so gewesen,
Vor allem hat Terence oder Mario Girotti, der ist ungefähr 10 Jahre jünger, als ich es bin. Ich hatte ja eine Weltsportlerkarriere hinter mir und deswegen haben wir beide den Sport irgendwie auch geliebt und wir haben nie gestritten und das war irgendwie sehr schön. Ich habe Ihr ganzes Buch gelesen und meine Gesprächszeit ist jetzt um und ich habe von so vielen Dingen noch gar nichts erfragen können, die ich mir gemerkt habe. Sie sind ein großer Erfinder. Sie waren mit 16 Jahren der jüngste italienische Student an einer Universität. Sie sind ein hochintelligenter Bursche, der Patente besitzt und. Wer mehr wissen will, Bud Spencer, mein Leben, meine Filme, die Autobiografie und Mille Grazie. Io la ringrazio a lei, tantissimo.